Ausgebeutet vom Kumpel.
vor die Paletten reinkommen, sitzt an jeder Seite ein Scanner. Der nimmt die Höhe der Palette ab. Dadurch weiß die Maschine, wie lang sie die Kohlen abschneiden muss. Man kann also kleine und große Palette hintereinander machen, ohne dass sie einfach umgestellt werden müssen. Das kennst du von alleine. Ich habe mir das auch noch in der Kanzlei gebaut.